Am Sonntagabend kam es in der ersten Skaterhockey-Bundesliga Nord zu der Begegnung zwischen dem Krefelder SC und dem amtierenden Europapokalsieger, den SRC Rockets aus Essen. Beide Teams kämpfen am Abend um die direkte Qualifikation um die eingleisige Bundesliga für die kommende Saison. Die Bears und die Rockets boten Tempo-Hockey ganz zur Freude der Zuschauer. Krefeld mit der ersten Chance, Dennis Kober hatte das 1:0 schon auf der Kelle, aber der Unparteiische unterbrach die Partie. Im Gegenzug gelang es den Rockets durch Pierre Klein mit 1:0 in Führung zu gehen. In der nächsten Szene ist es Pierre Klein, der für 2 Minuten wegen Beinstellens auf die Strafbank musste. Krefeld nun im Powerplay und Nils Giesen nutzte die Überzahlsituation zum Ausgleich. Dennis Kobe bekam für diesen Check an einem Essener eine 2-minütige Strafzeit aufgebrummt. An der Mimik von Dennis Kobe ganz klar zu erkennen, dass er mit dieser Strafzeit und des Checks nicht ganz einverstanden ist. Andreas Pfaff brachte dann die Gäste mit 2:1 in Führung. Tobias Stöckert baute die Führung der Gäste auf Vorlage von David Neuss auf 3:1 aus. Zu Beginn des zweiten Drittels brachte Pierre Klein die Rockets mit 1:4 in Front, ehe Sebastian Müller das 2:4 markierte. Die Rockets im Anschluss immer mit der richtigen Antwort. Dann aber die doppelte Überzahl für Krefeld und Sebastian Müller mit dem 4:5. Essen unbeirrt und immer einen Schritt schneller, so bekommt Tobias Stöckert die Chance zum 4:6. In der 35. Minute nutzten die Bears eine Überzahlsituation zum 5:6 durch Nils Giesen, Krefeld jetzt die spielbestimmendere Mannschaft. Einen Fehlpass bei doppelter Überzahl der Essener machte sich der frisch gebackene Europameister Dennis Holthausen zunutze und markierte das 6:6. Krefeld schien nun die Partie zu drehen, brachte sich allerdings durch Strafen selber aus dem Spiel, so konnten die Essener auf 6:10 davonziehen. Nikolas Neuzer traf in der 49. Minute zum 8:10 Endstand. Es gelang den Bears zum Leidwesen der Krefelder Zuschauer nicht mehr Akzente zu setzen. Essen brauchte nur noch die Zeit runterzuspielen. Ja, bittere Niederlage für Krefeld. Ihr müsst gegen Bochum Lakers am kommenden Samstag gewinnen und hoffen, dass die Bisnover Panthers gegen die SRC Rockets ebenfalls siegen. Sonst bedeutet es, dass es zum Relegationsspiel gegen die Düsseldorf Rams oder den Crash Eagles aus Karst kommen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer NRW-Hockey-Team. Es war ein sehr dramatisches Spiel. Wir haben vom Anfang an Druck gemacht, umgesetzt genau, was wir wollten. Klar in Führung gegangen, aber dann mit dummen Strafen Gegner ins Spiel gebracht, fast ausgeglichen wieder und am Ende noch gebissen und Gott sei Dank hat Krefeld dann Schaden genommen. Wir haben das umgesetzt und bessere Mannschaft hat gewonnen. War sehr wichtig für beide Mannschaften, sehr emotional und ich bin zufrieden. Ja, wir haben echt gut gearbeitet, haben leider Gottes zu viele Strafen kassiert. Mussten 2-3 Mal 4-2 Unterzahl spielen und haben somit 2-3 Tore gekriegt, die uns am Ende das Spiel gekostet haben. Nichtsdestotrotz haben wir eine gute Leistung hier gezeigt. Wir haben eine Menge Potenzial an den Tag gelegt. Ja, und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass Bissendorf Essen schlägt. Wir Bochum schlagen und dann haben wir trotzdem den begehrten 5. Platz.